Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir über Diablo 4. Und heute sprechen wir in einer möglichst kompakten Zusammenfassung über den neuesten Devstream, der sich hauptsächlich ums Endgame gedreht hat. Und ich versuche euch heute alles so kompakt wie möglich zusammenzufassen, was in diesen, glaube ich, über 1,5 Stunden so gelaufen ist. Verlieren wir nicht viel Zeit und starten direkt durch mit dem ersten Punkt. Ich habe insgesamt 32 Bullet Points für euch dabei, um das Ganze ein bisschen in Struktur zu bringen. Also, Nummer 1. Freischalten von neuen Weltstufen funktioniert ja durch einen Meilenstein-Dungeon. Sie nennen das Capstone Dungeons. Die schalten dann, wenn ihr zum Beispiel Veteran spielt, könnt ihr die nächste Weltstufe freischalten durch einen solchen Capstone oder Meilenstein-Dungeon. Hier gibt es eine Empfehlung, das ab Level 50 zu tun, aber da sie gesagt haben Empfehlung, bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass ihr die Möglichkeit habt, das schon früher zu tun, wenn ihr darauf Bock habt und euch diese Herausforderung stellen möchtet. Falls ihr durch diesen Capstone Dungeon durchkommt, habt ihr die neue Weltstufe freigeschaltet und natürlich deutlich mehr Herausforderungen, dazu dann aber auch gleich noch einige Details mehr. Zweiter Punkt. Sie haben Details zum Verhalten von Monstern in den steigenden Weltstufen preisgegeben und darüber gesprochen, ja, was verändert sich da eigentlich? Sie erwähnten unter anderem aggressiver, präziser, geringere Cooldowns zwischen den Attacken von den Monstern. Das heißt, die Monster wenden auch Skills an sozusagen und haben auch Cooldowns dazwischen. Und die werden geringer, je höher die Weltstufe wird. Sie setzen auch als Gruppen effektivere Attacken ein und ihr werdet in steigenden Weltstufen auch auf Champion-Monster treffen. Der Punkt 3 ergänzt sich eigentlich zu diesem Ganzen dazu, nämlich die Welt soll sich nicht nur anfühlen, dass die Monster stärker geworden sind, sondern die Welt soll sich auch bedrohlicher und gefährlicher für euch anfühlen. Das heißt einfach mehr Aggressivität, die Monster kommen schneller zu euch, sie gehen einfach aggressiver vor und ihr merkt, okay, ich muss hier wirklich jetzt ein bisschen mehr aufpassen, weil die nehmen nicht nur mehr Schaden und haben mehr Lebenspunkte oder steigen Rüstungswert, sondern sie sind einfach bedrohlicher. Das wollten sie in dem Stream auf jeden Fall nochmal klarstellen. Jetzt kommen wir zum sehr spannenden Punkt, das ist Punkt Nummer 4 und da müssen wir auch kurz ein bisschen ins Detail einsteigen. In der dritten Weltstufe kann man heilige Items finden, also heilige Gegenstände für eure Ausrüstung könnt ihr dort bekommen und in der vierten Weltstufe könnt ihr Ahnengegenstände bekommen. Jetzt nannten sie im Devstream ein Beispiel. Wenn ihr Level 50 seid und in der dritten Weltstufe unterwegs seid, könnt ihr mit Glück, wenn ihr Glück habt, ein heiliges Item zum Beispiel finden, das bereits eigentlich die Stärke von einem Level 70 Item mir hat. Und das hat mich erstmal mega krass überrascht. Es ist also in der dritten Weltstufe nicht selbstverständlich, dass ihr heilige Gegenstände findet. Also nicht jedes Item, das droppt, wird automatisch ein heiliger Gegenstand sein. Aber ihr habt die Chance, so ein heiliges Item zu bekommen aus dem Lootpool. Und dann heißt das nämlich nicht, dass dieses Item, die Affixe, die drauf sind, dass die für einen Level 50er sind. Sie könnten auch für einen Level 60er eigentlich schon sein. Also so stark wie ein normales Level 60 Item oder eben bis Level 70. Das heißt, wir haben hier, sie haben das zumindest als Beispiel genannt, also 20 Level Unterschied, was das haben kann. Mit dem krassen Faktor ja dazu, dass wenn ihr das mit Level 50 findet, ihr es auch schon mit Level 50 anlegen könnt. Oder eben auch zum Beispiel handeln könnt mit anderen Spielern. Und das ist eigentlich für mich eine von den krassesten News gewesen jetzt hier im Devstream. Denn ihr habt natürlich einerseits die Möglichkeit, sehr, sehr stark zu werden, wenn ihr dieses Glück habt, dass ihr was Passendes für euch und euren Build natürlich findet, schon mit Level 50 oder sei es auch mit 53, dann plötzlich ein 63er Item oder so. Und dann ist das natürlich ein mega krasses Update für uns eigentlich, dass wir so eine Möglichkeit haben, einen mega Boost zu bekommen für uns in der Stärke. Und ich bin einfach sehr gespannt, wie sich das dann ausgeht in der Praxis natürlich. Aber bevor wir uns jetzt weiter daran aufhalten, Leute, steigen wir weiter ein mit Punkt Nummer 5. Es wurde erwähnt, dass es für den Druiden ein einzigartiges Item gibt, von dem ihr ja meistens, soweit ich weiß, zumindest bisher nur eins anlegen könnt. Also ein einzigartiges Item könnt ihr bei euch tragen. Ihr könnt nicht komplett unique
ausgerüstet sein. Das ist mein Wissensstand. Und ihr müsst euch deswegen entscheiden, weil die ziemlich krasse Effekte haben, die wirklich ganz andere Sachen ermöglichen. Nämlich zum Beispiel für den Druide ein einzigartiges Item, das euch dauerhaft zu einem Werwolf macht. Das heißt, ihr rennt permanent als Werwolf rum und könnt halt dann trotzdem euer ganzes Zeugs machen, könnt trotzdem casten als Werwolf. Und das ist natürlich schon ein krasser, cooler Effekt, ne, für ein einzigartiges Item. Und ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, was die anderen einzigartigen Gegenstände mit sich bringen. In diesem Zusammenhang verweise ich euch natürlich auch hinten auf dem Bildschirm nochmal, wo ich euch mit Sicherheit einige Items immer einblende, die genau zu dem passen. Und auch insgesamt Screenshots oder sowas einblende, die zu dem passen, was ich euch gerade erzähle, ja. Aber ich gehe da nicht genauer drauf ein, weil wir ja nicht so viel Zeit verlieren wollen. Also weiter zu Punkt Nummer 6. Die Höllenflut-Events wurden auch nochmal relativ detailliert gezeigt. Und da wurde erklärt, dass ihr Glut finden könnt. Darüber haben wir schon gesprochen, brauche ich nicht nochmal im Detail drauf eingehen. Mit der Glut könnt ihr Höllenflutkisten öffnen und aus denen wird Target-Loot droppen. Das heißt, ihr könnt, bevor ihr eine Kiste öffnet, sehen, was in dieser Kiste drin ist. Also nicht detailmäßig, was drin ist, sondern ihr seht, da sind Helme drin oder da kommen Stiefel raus und so weiter. Und ja, das wird einfach über der Kiste angezeigt. Das heißt, wir wissen einfach jetzt schon direkt, wir können dann gucken in der Höllenflutzone, welche Kisten sind da. Da gibt es mehrere Kisten und ihr könnt dann schon auskundschaften mit der Glut, welche ihr dann am liebsten öffnen möchtet. Und da kommt jetzt schon der Punkt 7 dazu, nämlich ebenfalls zu diesem Höllenflut-Events, dass das in unterschiedlichen Zonen passieren kann mit dieser Höllenflut und dass das auch in einer Rotation auftauchen wird. Diese Höllenflut-Events sollen wohl eine Stunde Dauer haben, das heißt nach einer Stunde ist es vorbei und die Glut, die ihr dann von diesen Höllenflut-Monstern sammelt, die müsst ihr auch innerhalb von dieser Stunde verbrauchen, denn wenn das Höllenflut-Event endet, ist eure Glut weg. Und man verliert diese Glut auch, wenn ihr die Höllenflutzone verlasst. Also das gehört auch noch dazu. Und was ich vielleicht noch an der Stelle ergänzen muss, wir hatten mal im Video davor darüber geredet, gemutmaßt, dass wenn ihr sterbt, diese Glut weg ist und nicht nur auf den Boden droppt. Und jetzt haben wir durch den Livestream die Bestätigung. Wenn ihr Glut gesammelt habt und sterbt bei diesem Höllenflut-Event, ist diese Glut weg. Ihr könnt die nicht wieder einsammeln, sie ist weg. Und das soll natürlich dieses Event nochmal spannender machen. Wir gehen aber weiter zu Punkt 8 und wenden uns kurz den Siegeln für den Albtraum-Dungeon zu. Da wurden auch ein paar gezeigt, die werdet ihr im Hintergrund wahrscheinlich jetzt sehen. Und es wurde erwähnt, dass ihr die auch über den Baum des Geflüsters verdienen könnt. Wir haben über diesen Baum schon geredet. Das sind so kleine Art Kopfgeldaufträge und da könnt ihr so Siegel herbekommen. Wird mit Sicherheit nicht die einzige Möglichkeit sein, aber es wurde erwähnt eben, dass ihr da Siegel bekommen könnt. Ebenfalls wurde hier ergänzt, das ist Nummer 9, dass ihr 4 Siegel, Albtraumsiegel, zermahlen könnt. Das haben wir schon gesehen beim Crafting, beim NPC könnt ihr diese Siegel zermahlen. Und wenn ihr 4 Siegel zermalt habt, dann bekommt ihr so einen Siegelstaub und ihr braucht eben das 4-mal, damit ihr ein neues Siegel herstellen könnt, was dann wieder für einen bestimmten Dungeon gilt und bestimmte Affixe mit sich bringt. Und ihr seht im Hintergrund schon, ziemlich cool. Es wird wohl auch also eine Limitierung geben, wie oft ihr sterben dürft, wenn ihr in einem Albtraum-Dungeon seid. Das ist mein Punkt Nummer 10. Zum Beispiel maximale Tode, 10 Tode. Und wenn ihr 10-mal in diesem Albtraum-Dungeon sterbt, während diesem Run, dann ist das Ding halt vorbei und ihr habt Pech gehabt, dann war es das halt. Und finde ich eine sehr, sehr interessante Idee, wie sich das jetzt alles aufgliedert mit den ganzen Effekten, die drauf sein können. Da erwartet uns bestimmt was richtig Spannendes. Wir gehen weiter zu Punkt Nummer 11. Monster sind bis Level 150 in Albtraum-Dungeons möglich. Das heißt, ihr könnt da noch eine ganze Weile weiter pushen mit dem Schwierigkeitsgrad in diesen Albtraum-Dungeons. Das ist ja dann auch da der Aspekt, wo es repetitiv wird, das heißt für die Leute, die Rifts gelaufen sind in Diablo 3 hier, Albtraum-Dungeons wahrscheinlich der Place to be. Gehen weiter zu Punkt Nummer 12, die Glyphen für die Paragon-Tafeln. Und deswegen, ich erkläre jetzt Paragon-Tafeln nicht nochmal von vorne, wir haben drüber schon mal gesprochen. Die Glyphen, die ihr einsetzen könnt bei manchen Glyphenfeldern auf den Paragon-Tafeln, die lassen sich upgraden und
Jede Paragon-Tafel, das ist Punkt Nummer 13, den ich mir notiert habe, hat sozusagen eine bestimmte Spezialisierung für eine Klasse in eine gewisse Richtung. Im Stream wurde zum Beispiel gesagt, es gibt zum Beispiel eine Paragon-Tafel, die bezieht sich quasi auf den Beschwörer-Nekromanten. Ja, also wenn man den Totenbeschwörer als Beschwörer-Armee-Kommandant quasi spielen möchte, dann sieht man das einer Paragon-Tafel vom Totenbeschwörer auch an, dass das das Setting ist. Also mehr Einheiten, stärkere Einheiten und so weiter und so fort. Oder es gibt zum Beispiel halt Paragon-Tafeln für den Totenbeschwörer, wo man sieht, das geht so in Richtung Blutmagier. Da werden dann halt die anderen Skills vom Totenbeschwörer mehr gepusht mit den einzelnen Feldern, die man da aktivieren kann. Es gibt ja normale Felder, seltene Felder, magische Felder und legendäre Felder auch noch, die dann auch noch bestimmte Effekte haben. Und das sieht man dann einfach der Tafel an, worum es da etwa gehen wird. Interessant auch, und das ist Punkt Nummer 14, verteilte Paragon-Punkte, die ihr schon investiert habt in die Paragon-Tafeln, lassen sich gegen Goldkosten zurücksetzen. Also auch hier habt ihr die Möglichkeit, Paragon-Punkte neu zu verteilen. Interessant auch, dass ihr diese Glyphen, ich weiß nicht, ob ich mir das noch woanders notiert habe, aber diese Glyphen könnt ihr leveln. Die Glyphen, die sich einsetzen lassen in den Paragon-Tafeln, dafür sammelt ihr Erfahrungspunkte und so wie ich das mitbekommen habe, sammelt ihr das spezifisch in den Albtraum-Dungeons. Das heißt, Albtraum-Dungeons durchziehen, da sammelt ihr Erfahrungspunkte, mit denen ihr diese Glyphen aufleveln könnt und wenn ihr die auflevelt, haben die einen größeren Wirkradius und sie verstärken auch noch ihren Effekt. So habe ich es zumindest mal mitbekommen. Ist ein sehr interessantes System, was sehr viel an Komplexität noch bietet. Das ist für mich persönlich, und das merke ich jetzt einfach noch kurz an zwischendurch, für mich noch ein krasser Punkt gewesen, wo ich gesehen habe, ja, das mit dem Paragon-System kann schon sehr, sehr komplex werden, wie man da seinen Charakter weiter ausbaut. Und da freue ich mich drauf. Also ich denke, Leute, die bisher gedacht haben, dass das alles sehr, sehr einfach ist in Diablo 4, ich glaube, mit dem Paragon-Board könnte das durchaus recht komplex und anspruchsvoll werden. Aber wir wachsen ja da mit der Zeit rein und das finde ich besonders schön. Wir gehen weiter zu Punkt Nummer 15, nämlich Beta-Feedback zur Klassenbalance. Gut, da habe ich mir notiert, dass ich nicht weiter drauf eingehen möchte hier eigentlich. Die Zeit spare ich euch. Ihr habt den Blogpost gelesen. Ihr habt wahrscheinlich 5 Videos schon oder so von deutschsprachigen Leuten angezeigt bekommen, die das Ding durchgegangen sind, genauso wie ich. Also brauchen wir das nicht weiter vertiefen. Es wurde halt nochmal erklärt, warum sie welche Entscheidung getroffen haben, dass sie das Beta-Feedback so geändert haben. Was stand da dahinter als Gedanke? Und ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht weiter rein. Der nächste Punkt ist 16, nämlich Dungeons resetten sich, wenn niemand und kein Portal in diesem Dungeon drin ist, nach etwa 30 Sekunden. Das ist ein Feedback, wo ich mir jetzt noch rausgepickt habe, was sehr interessant ist, dieser Reset-Button beim Dungeon, der wo drin war in der Beta. Aber ihr könnt jetzt zum Beispiel einfach aus dem Dungeon raus, wartet 30 bis 60 Sekunden vor dem Dungeon, dann ist der Dungeon resettet. Ja, also wer jetzt sich großartig über dieses Reset-Ding-Thema aufgeregt hatte, der kann jetzt einfach 30 bis 60 Sekunden warten und ist glücklich. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie sich das resettet, auch mit Gruppen und so weiter. Es geht nur nicht mehr per Knopfdruck, aber ein Reset ist auf jeden Fall ziemlich schnell möglich. Der einzige Fall, den sie erwähnt haben, ist maximal 150 Sekunden oder so in einem bestimmten Fall. Aber ja, ich finde, damit kommt man auch noch klar, oder? Gehen wir weiter zu Punkt Nummer 17. Ja, der wichtigste, glaube ich, von Freitag, den 12. ist es bis zum, das schaue ich jetzt nochmal konkret nach, bis zum 14. Sonntag wird es ein Server-Stresstest-Event geben. Sie nennen das Server Slam. Ihr könnt alle Klassen spielen. Da sind alle Änderungen aus den Beta-Tests drin. Das Feedback haben sie quasi da schon eingebaut. Und ihr habt die Möglichkeit, dann dort gegen Ashara zu kämpfen. Die wird am Samstag dann um 18 Uhr zum ersten Mal erscheinen. Und ab dann wird sie alle 3 Stunden erscheinen. Ihr habt also sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wahrscheinlich, soweit ich sie im Hinterkopf noch richtig drin habe, 9 Möglichkeiten, Ashara als Level 20 Charakter zu töten. Ihr dürft nicht Level 19 sein, ihr müsst Level 20 sein,
und mit Level 20 Max Level in diesem Event Ashava töten und dann bekommt ihr ein cooles Cosmetic für euer Reittier. Ansonsten könnt ihr alle anderen Beta-Belohnungen auch in diesem Test nochmal verdienen, falls ihr die bisher noch nicht verdient habt. Also auch das Wolf-Pack hinten auf dem Rücken könnt ihr euch jetzt hier nochmal verdienen, indem ihr Level 20 werdet. Wer das allerdings schon getan hat in den vorigen Tests, der braucht sich hier keine Sorgen machen, der muss das nicht nochmal machen. Ansonsten, wenn ihr den Beta-Client noch drin habt auf dem PC, bekommt ihr einfach ein Update im Laufe der Zeit. Und wenn ihr aber den schon gelöscht habt, müsst ihr halt dann nochmal runterladen. Ich verlinke euch den Blogpost unten in der Videobeschreibung, da findet ihr alle Details zu diesem Event. Vielleicht mache ich auch nochmal ein Video speziell dazu. Lasst mich gerne wissen, falls ihr das möchtet. Nummer 18 jetzt hier in unserer Liste, der Schrei von Ashava, das wird diese Reittier-Trophäe sein. Wahrscheinlich blende ich es euch auch hinten kurz nochmal ein. Das einfach als schönes Goodie, warum man vielleicht bei diesem Event noch dabei sein sollte. Diese Belohnung gab es ja bisher noch nicht. Wir gehen weiter zu Punkt Nummer 19. 24 Stunden nach Serverstart. Ich bin schon drauf eingegangen, alle 3 Stunden 9 Möglichkeiten Ashava zu töten. Okay. Nummer 20. Es sind alle Klassen spielbar. Das auch noch kurz zu diesem Event. Und ja, mehr brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr dazu sagen. Wir gehen weiter zum zweiten Teil vom Video, nämlich hier ist das Q&A, Fragen und Antworten. Und da kommen die letzten Punkte noch, die wir heute hier im Video am Start haben. Das ist der Punkt 21, nämlich eine Frage zum Battle Pass. Es wurde von den Entwicklern nochmal gesagt, jeder soll diesen Battle Pass innerhalb von diesen 3 Monaten schaffen können und nicht nur Leute, die 24/7 zocken. Ja? Also ich denke, was wir davon ableiten können. Sie gehen hier mit einem Wert rein, wo sie denken, dass das jeder schafft. Und das sind etwa 80 Stunden innerhalb von 3 Monaten. Ich denke, wenn sie merken, dass das, sagen wir mal, 40% nicht schaffen, dann kann das sehr gut sein, dass sie das runtersetzen, damit es wirklich ein riesiger, großer Teil von Spielern schafft. Und ich finde, das sind gute Nachrichten, denn das ist eine schöne Perspektive, dass hier jeder mitkommen soll und dass nicht dieses Fear of Missing Out sein soll und man sich gezwungen fühlt, hier zu zocken, um den Battle Pass voll zu bekommen, weil man halt schon gerne dieses oder jenes Cosmetic zum Beispiel haben will oder so. Punkt 22. Bei jeder Season werden andere Dungeons in Albtraum-Dungeons verwandelbar sein. Also nicht immer alle Dungeons. Sie haben ja, anfangs wollten sie, glaube ich, 150 Dungeons drin haben. Ich glaube, sie haben da ein bisschen den Stress rausgenommen für sich selber auch und haben es auf 115 bis 120 Dungeons reduziert, damit es mit dem Release einfach ein bisschen entspannter wird fürs Team. Und von diesen 115, 120 Dungeons, über die Zahl brauchen wir uns nicht streiten, werden aber nur ein Bruchteil immer als Albtraum-Dungeons verwandelbar sein. Ja, und darum geht es einfach. Nice to know, wussten wir bisher nicht. Nummer 23, das ewige Reich. Da wird es Balanceanpassungen geben, es wird neue legendäre Items und neue einzigartige Items im ewigen Reich geben. Sie haben allerdings dazu auch gesagt, wir wollen noch nicht so im Detail bisher darüber reden, was unsere Pläne nach dem Release von Diablo 4 sind. Deswegen, hier kann noch mehr passieren im ewigen Reich, aber das ist, was bereits genannt wurde, was ins ewige Reich kommen wird. Mehr dazu aber bestimmt auch bald. Ich werde auch noch einen schönen Podcast darüber machen, wahrscheinlich demnächst mit dem Herr Knüps. Also haltet da die Augen mal offen. Punkt 24 handelt vom Skillbaum, nämlich neue passive und aktive Skills für Klassen sollen kommen, allerdings wohl eher weniger in saisonalen Content, sondern eher als Erweiterungen, Expansions, also diese bezahlten Expansions dann wie Lord of Destruction zum Beispiel oder Reaper of Souls für Diablo 3 jetzt so in dem Stil sollen wohl neue passive und aktive Fähigkeiten für einzelne Klassen dazu kommen. Das ist auch mega interessant. Punkt 25. Der Reset von Ruhmpunkten, der wird bei jeder Season passieren. Jetzt haben wir hier nochmal Klarheit. Ihr habt ja die Altare von Lilith, die man finden kann in der Open World. Wenn ihr die anklickt, kriegt ihr auch nicht nur Ruhmpunkte, sondern auch ein Plus für diesen und jenen Charakterwert. Und dieser Plus für den Charakterwert XY, der bleibt permanent bestehen, also über alle Seasons hinweg. Das heißt, ihr müsst die Altare von Lilith dann
nicht nochmal neu wieder freischalten, um diese Charakterwerte Boni zu bekommen. Die habt ihr dauerhaft, sobald ihr es zum ersten Mal angeklickt habt, den Altar von Lilith jeweils. Aber ihr könnt danach natürlich die Altare trotzdem noch suchen und anklicken, weil ihr dadurch Ruhmpunkte bekommt, ja? Um das mal noch klarzustellen. Nummer 26. Target Loot. Da ging eine Frage drum, nämlich bestimmte Monster droppen bestimmte Sachen häufiger. Wir haben erst kürzlich in einem Video drüber gesprochen, gehe ich nicht nochmal weiter drauf ein. Sie haben aber zum Beispiel gesagt, dass Weltbosse auf jeden Fall vermehrt diese Prismen droppen, die man ja für Crafting sehr gut gebrauchen kann, und eben, dass die Glyphen durch Albtraum-Dungeons zum Beispiel nur levelbar sind, sind also etwa in die Richtung gegangen, dass sie betont haben, manche Arten von Content zum Beispiel geben euch Fortschritt für bestimmte Dinge oder ihr findet bestimmte Sachen bei bestimmten Monstern eher oder durch bestimmte Aktivitäten eher. Und dass das einfach mehr Sinn ergibt, irgendwas Bestimmtes oder mal was anderes zu machen, das soll ein Grund dafür sein. Nummer 27, es wurde gefragt, warum es keine Overlay-Map gibt, und der Grund wurde genannt, nämlich sie sagen, bei solchen Hack-and-Slash-Games hat man, oder Hack-and-Slay-Games hat man die Navigation einerseits und man hat den Kampf. Das heißt, man orientiert sich und dann geht man kämpfen. Und sie wollten das einfach sehr stark voneinander trennen. Nicht, dass man die ganze Zeit mit einer Overlay-Map rumläuft. Das ist ihre Philosophie davon. Nehmen wir es einfach mal so hin. Nummer 28. Dungeons in mehreren Ebenen. Da wurde gefragt einfach, ob sowas kommt. Ich denke, das zielt sehr viel auf. Das, was Lost Ark zum Beispiel bietet, darauf zielt es ab. Und es wurde gesagt, Dungeons gibt es bereits in mehreren Ebenen. Man merkt es wohl vielleicht manchmal nicht so arg, dass man jetzt zum Beispiel viele Ebenen schon tiefer gegangen ist. Aber sie haben gesagt, dass sie eventuell in Zukunft noch intensiver damit spielen werden oder das einfach ausbauen werden, dass vielleicht Dungeons sich epischer anfühlen durch Tiefgang oder dass es nach oben geht oder sowas in die Richtung, ja. Die Felder des Hasses, das war Punkt 29, wurde einfach nochmal drüber geredet. Es wurde einfach nochmal betont, die Felder des Hasses, die PvP-Zonen, sind zwei große Zonen, wohl sehr große Zonen. Die sind böse Orte, ja. Es ist nichts, wo man Nettigkeit erwarten darf. Es soll wohl hilfreiche Elixiere geben, wo man zum Beispiel mehr Ausweichchance hat. Das soll einem helfen können dort, um besser durchzukommen. Und es gibt auch mehrere Schreine zur Verfeinerung von diesen Scherben des Hasses oder Samen des Hasses oder wie auch immer jetzt, die ihr dann ja dort zu Staub zermahlen könnt, und dann habt ihr diese PvP-Währung safe für euch, sobald die zu Staub zermahlen sind. Und dafür, da gibt es mehrere Schreine in dieser PvP-Zone. Das bedeutet, ihr könnt auch mal clever und geschickt ausweichen und dann vielleicht eine schöne Verfeinerung machen, ohne gestört zu werden und niedergemäht zu werden dabei. Und halt nochmal, dass es eine Mechanik gibt, um das ein bisschen zumindest zu balancen, dass ihr als 25er Charakter nicht auf dem Level 100 Charakter stoßt. So Mechaniken gibt es da. Aber es verhindert trotzdem nicht, dass ihr theoretisch von einer Dreiergruppe irgendwo weggefetzt werden könnt, einfach aus dem Nichts raus. Die Möglichkeit besteht trotzdem, aber es gibt ein gewisses System, was das balancieren soll. Immerhin. Punkt 30. Es wird einen Livestream im Mai und wahrscheinlich relativ Anfang Mai geben sogar, über die Season-Inhalte und über den Battle Pass. Und ich glaube, es wird ein sehr, sehr interessanter Stream und bin gespannt, was uns da erwartet. 31, vorletzter Punkt, Leute, das Crafting-System. Es wurde ein Hinweis gegeben, dass das auf jeden Fall in Zukunft erweitert werden wird. Hier wird es also mehr geben nach Release. Und last but not least, ihr könnt Rohstoffe vom Pferd aus sammeln. Also wenn ihr auf dem Pferd unterwegs seid und einfach irgendwo einen Rohstoff seht in der Open World und den anklickt, dann könnt ihr den sogar dort aufsammeln, beritten quasi eure Materialien, looten. Finde ich nice, dass das geht. Und in diesem Sinne, Leute, lasst gerne ein Abo da, falls euch mein Content gefallen hat. Ich hoffe, ich konnte euch das möglichst kompakt hier rüberbringen, was alles gelaufen ist. Es waren über 90 Minuten, wie gesagt. Und in diesem Sinne, danke euch fürs Reinschauen. Lasst gerne einen Kommentar, ein Like da, wird mir sehr helfen. Teilt das Video gerne. Eine kompakte Zusammenfassung zu so einem langen Livestream. Ich hoffe, ich habe euch einen guten Dienst erwiesen. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Macht es gut, Leute. Und auf Wiedersehen.